Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute möchte ich euch zeigen, welche SBCs sich in FIFA 18 lohnen und bei welchen SBCs ihr einfach bessere Packs bekommt, als ihr halt ausgeben müsst, wo ihr zum Beispiel 5000 Münzen für die SBC zahlt und dann im Endeffekt irgendwie ein 25k Pack oder so bekommt. Bevor wir aber damit starten, würde ich euch noch raten, beim Gewinnspiel teilzunehmen. Das Ganze geht noch eine Woche circa und da müsst ihr eigentlich nur Hashtag Xbox oder Hashtag PlayStation reinschreiben, um eine Chance auf eine 10 Euro, auf eine von 3 10 Euro PSN oder Xbox Karten zu haben. Neben dem Kommentieren solltet ihr natürlich Abonnent sein, da das Ganze natürlich ein Abonnenten-Giveaway ist. Und an sich können wir jetzt eigentlich auch schon direkt starten. Wir gehen hier rein in die Squad-Building-Challenges und zuerst einmal, Leute, es gibt natürlich SBCs, die sich kurzfristig lohnen. Also bei SBCs natürlich, die ja nur kurzfristig da sind. Zum Beispiel jetzt bei den Top-Partien oder so. Kann es gut und gerne mal sein, dass sie sich lohnen. Dazu mache ich dann aber meistens explizite Videos. Aber grundsätzlich gibt es ja SBCs, die immer da sind. Zum Beispiel hier, Emmanuel Petit. Da gibt es eine SBC, die sich lohnt und das ist die AS Monaco SBC. Die bekommt man ziemlich günstig und man bekommt halt ein 45k Set und diese SBC kann man wirklich für weit unter 45.000 Münzen abschließen. Ihr seht es hier, man braucht nur 4 AS Monaco Spieler, ein 81er Rating. Das ist eigentlich echt easy drinnen. Da müsst ihr halt zum Beispiel Glick oder so holen oder Subasic. Der kostet dann halt ein bisschen was, aber ansonsten ist die SBC dann gar nicht mal so teuer. Hier bekommt ihr dann eben für circa 15.000 Münzen eben dieses 45k Pack, das heißt, ihr spart euch 30.000 Münzen und falls ihr sowieso Packs öffnen wollt, ist das natürlich perfekt geeignet. Bei den anderen Legenden weiß ich soweit von keiner SBC, die sich richtig lohnen sollte. Falls es doch eine gibt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare und wir gehen jetzt auch schon direkt rein in die SBCs, ja, wo es eigentlich am typischsten ist, dass man hier Gewinn machen kann, und das sind eben die Ligen-SBCs. Und zwar gibt es dort immer bestimmte Challenges von Top-Mannschaften, wie zum Beispiel jetzt in der portugiesischen Liga FC Porto. Und dort kriegt man meistens die besten Packs. Also jetzt von diesen No-Name-Mannschaften, da bekommt man nicht geile Packs raus. Aber die Top-Mannschaften der Ligen, die sind meistens mit sehr, sehr guten Packs versehen. Deswegen zeige ich euch jetzt hier insgesamt 18 SBCs, die sich höchstwahrscheinlich lohnen. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel Pack-Luck ihr habt und so. Aber vom Pack-Wert an sich lohnt sich das Ganze. In der Eredivisie gibt es 2 SBCs. Und das ist zum einen mal die Ajax-SBC. Da bekommt ihr für 25.000 Münzen ein 15k Pack. Und dann gibt es auch noch die PSW-SBC, bei der ihr aber sehr aufpassen müsst, da die eigentlich ziemlich teuer ist. Da bekommt man für ca. 11 bis 12k halt ein 15k Set, aber die würde ich euch eigentlich gar nicht mal so heftig empfehlen. Wir gehen jetzt auch schon direkt rein in die Bancomer MX, also in die mexikanische Liga. Und hier gibt es tatsächlich 4 SBCs, mit denen man gut Gewinn machen kann. Und zwar zum einen die Cruz Azul SBC, da bekommt man für ca. 12.000 Münzen ein 25k Pack, wie ihr hier sehen könnt. Dann gibt es Monarcas, hier bekommt man auch ein 25k Pack für ca. 10.000 Münzen und dann gibt es da noch 2 weitere und zum einen da eben diese Tigres SBC, wo man für ja so ca. 8.000 Münzen auch ein 25k Pack bekommt. Also da seht ihr schon, da sind ziemlich viele 25k Packs dabei, das ist ja an sich immer ziemlich nice. Und dann gibt es auch noch die Toluca SBC, da muss ich auch nochmal kurz schauen, und zwar bekommt man die für ca. 18.000 Münzen, aber bekommt auch ein 25k Pack und von dem her spart man sich ja auch nochmal 7.000 Münzen. Also ist auf jeden Fall besser als nichts, würde ich sagen. Wir gehen jetzt auch schon rein in die portugiesische Liga. Hier gibt es auch insgesamt 4 Challenges, bei denen man mit Gewinn rausgehen kann. Zum einen SL Benfica, hier bekommt man auch ein 25k Pack für 9.000 Münzen. Dazu SC Braga, hierbei bekommt man ein 15k Set, allerdings aber nur für 8.000 Münzen. Das heißt, hier spart man sich auch nochmal 7.000 Coins und das ist doch alles andere als schlecht. Hier bei FC Porto bekommt man sogar ein 45k Pack für nur 13.000 Münzen. Also macht diese SBC, ihr spart euch hier einfach mal 32.000 Coins. Und die letzte SBC, die sich auch noch heftig lohnt, ist genauso wie die Porto SBC. Und zwar die Sporting SBC, hier bekommt man nämlich ein 45k Pack auch für 13.000 Münzen. Also macht wirklich diese beiden auf jeden Fall, denn 45k Pack für 13.000 Münzen, das ist schon ziemlich, ziemlich krass. In der russischen Liga gibt es auch den ein oder anderen Weg, Coins zu machen. Zum einen die ZSK Moskau SBC, hier bekommt man ein 15k Set, aber nur für 5.000 Münzen, also auch hier spart man sich 10.000 Coins. Dann die Krasnodar SBC, hier zahlt man 6.000 Münzen und bekommt ein 25k Pack, also sehr, sehr rentabel. Dann gibt es die Lokomotiv
SBC und hier kriegt man ein Premium Electrum Players Pack für 7.500 Münzen und dann gibt es da ganz unten natürlich noch die Zenit SBC, also wieder eine Top-Mannschaft und hier bekommt man dann nochmal ein 25k-Pack für ca. 8.000 Münzen. Und die letzte Liga ist hier dann nochmal die türkische Liga, in der es auch eben 4 Stück gibt, bei denen man gut Coins machen kann. Und zwar ist die erste die Beşiktaş SBC, also wieder eine Top-Mannschaft der Liga. Und hierbei bekommt man ein 25k-Pack für ca. 9.000 Münzen. Dann gibt es die Fenerbahçe SBC, auch ein 25k-Pack für ca. 7.000 bis 8.000 Münzen. Die Galatasaray SBC, hierbei bekommt man ein Prime Electrum Players Pack für 8.000 Münzen ungefähr. Und dann ist die letzte SBC auch die von Kayserispor. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen und hierbei bekommt man ein 25k-Pack für ca. 13.000 Münzen. Also Freunde, ihr seht, man bekommt hier tatsächlich wirklich, wirklich günstig extrem gute Packs, eben zum Beispiel für 13.000 Münzen ein 45k-Pack. Stellt euch mal vor, im Shop wäre so ein Angebot, wer würde diese Packs nicht öffnen? Deswegen, Leute, geht einfach mal in diese SBCs und schließt die ab, denn falls ihr eben sowieso Packs öffnen wollt, dann ist das Ganze hier perfekt für euch geeignet. Also mein Rat an euch, macht die SBCs, die sich lohnen, also alle die ich euch eben jetzt gerade gezeigt habe, denn vielleicht habt ihr ein bisschen Glück, wie zum Beispiel ich habe ja Lukaku gezogen in den letzten Top-Partien-Packs, das war ja auch absolut genial für mich und in irgendeinem Pack müsst ihr ja fast Glück haben, wenn ihr da wirklich so viele öffnet, aber natürlich kann es auch sein, dass ihr kein Glück habt und dann vielleicht sogar mit ein bisschen Verlust rausgeht, aber falls ihr eben sowieso Packs öffnen wollt, dann macht genau diese SBCs, die ich euch jetzt gerade gezeigt habe und dann war es das jetzt auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 18 Video, falls ihr noch beim Giveaway teilnehmen wollt, dann schreibt jetzt Hashtag Xbox oder Hashtag PlayStation rein. Das Ganze könnt ihr natürlich auch in den folgenden Videos machen, um somit eure Gewinnchance erheblich zu optimieren. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen, Leute. Vergesst nicht, habt immer High Hopes. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.